Was nützt es, über einen Kunstpfeifer zu lesen, wenn man ihn nicht hören kann? Also auf ins Heimstudio des akustischen Zungenakrobaten Hans Hoffmann. Ich frage mich, was ist ein Kunstpfeifer und wodurch unterscheidet sich das Kunstpfeifen vom normalen Pfeifen? Pfeifen kann ein jeder natürlich oder sehr viele Menschen. Die Kunst ist jetzt, die Töne zur richtigen Zeit unter einen Hut zu bringen und dann noch eine komplizierte Melodie, die eben wirklich kompliziert zu pfeifen ist, wo man jeden Ton treffen sollte, zu pfeifen. Wie hat Hans Hoffmann das Kunstpfeifen für sich entdeckt? Schon als 3-4-Jähriger habe ich mir Melodien abgekupfert. Da hat sich auch mein Gehör geschult, habe dann versucht nachzupfeifen und habe das dann weiterhin im späteren Leben ausgebaut. Und der breit gefächerte Musiker beherrscht, wie wir hören, selbst einige Instrumente. Ich begleite mich selbst auf 6- und 12-seitiger Gitarre. Untermalungen mache ich entweder, wenn mein Pianist gerade nicht zur Hand ist, behelfsmäßig auf meinem Keyboard. Und eigentlich habe ich ja Violine gelernt am Konservatorium. Und die musikalische Ausbildung wurde uns in der Lehrerbildungsanstalt mitgegeben. Also so bin ich zu diesen Instrumenten gekommen. Die Musikstile reichen von Klassik über Jazz bis hin zur modernen Popmusik. Und noch weit darüber hinaus, denn Hans Hoffmann komponiert auch selbst. Ja, hin und wieder hat man also Einfälle, da küsst einen die Muse, wenn nicht die eigene Frau. Und dann setzt man sich hin mit der Gitarre und wie man eben zu Melodien kommt. Und da baue ich dann das in meinem Heimstudio aus und verarbeite diese Songs dann, dass sie hörbar und vielleicht auch CD-reif werden. Wo kann man den Kunstpfeifer Hans Hoffmann sonst noch hören, wenn nicht gerade hier in der Grazetta? Das reicht von Soirees, Galas, Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern und dergleichen, kleine Partys bis zu Rundfunkaufnahmen, die ich also auch schon gehabt habe. Und wie ich gerade sehe, am 22. März um ca. 22.30 Uhr im Schweizer Fernsehen und natürlich auch im Netz unter www.kunstpfeifer.at. Abschließend habe ich ihn noch gefragt, was denn sein größter Wunsch sei. Viele Menschen durch mein Kunstpfeifen zu erfreuen. Und das wünschen auch wir, Hans Hoffmann und seinem Publikum, von ganzem Herzen.